Alter. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle JDM Tooltip. Und zwar geht es hier wieder um das Thema Essentials am Wasser in meiner Tackle-Tasche oder bei mir zu Hause im Angelschrank. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier ein Riesensortiment an unterschiedlichen Köderboxen und Terminal-Tackle-Boxen, Kleinteilboxen hier aufgelistet. Und zwar geht es in diesem Video darum, wie ihr euer Tackle, sei es Kleinteile wie Haken, Wirbel, Splittringe oder halt auch eure Wobbler, Gummifische, Krebse, wie auch immer, optimal mit ans Wasser transportieren könnt. Denn auch hier gibt es wirklich, wie ihr hier schon seht, eine riesen Vielfalt an unterschiedlichen Größen, Durchmessern, Mechanismen für die wiederum unterschiedlichsten Köderarten und Kleinteile. Ich will jetzt nicht auf jede Größe, auf jede Box hier wirklich im Detail eingehen, sondern das Video soll eher eine Anregung für euch sein, dass wenn ihr schon mit Plastikboxen, wenn ihr schon mit Boxen arbeitet, aber euch da jetzt noch nicht wirklich reingefuchst habt in das Thema. Es gibt wirklich hier für jeden Topf einen Deckel, sage ich mal. Ob es für die Kleinteile ist oder die Kleinstteile, wie hier zum Beispiel so eine Box, wo ihr, wie ich jetzt hier drinne, so Wirbel und kleine Haken für die Finessefischerei aufbewahrt. Ich habe die Boxen jetzt zum Beispiel auch nicht extra alle bis zum Erbrechen gefüllt, sondern einfach nur so ein paar Köder da mal reingelegt, damit das ein bisschen veranschaulicht wird. Und auch was die kleinen Boxen für Finessen haben im Sinne von so ein Magnetplättchen hier. Diese schwarzen Plättchen hier drin, die sind magnetisch und halten somit euer Tackle auch in diesen kleinen Fächern fest. Also so, dass wenn ihr mal irgendwie ein bisschen ins Wackeln kommt, nicht gleich alles euch um die Ohren fliegt. Also das sind auch so kleine Gadgets und Tricks, die sehr hilfreich sind am Wasser. Dann haben wir hier zum Beispiel eine ganz interessante Box, die hat so einen Klappmechanismus. So, die klappt dann automatisch auf. Und hier kann man dann, sieht man auch hier die unterschiedlichen Dicken der beiden Seiten hier. Hier oben habe ich so ein bisschen Terminal-Tackle, sage ich mal, so Snaps, unterschiedliche Größen, Haken, Dropshot-Bleie, Wirbel. Und hier kann man so aufklappen, habe ich dann so ein paar Köder reingepackt. Ich bin immer Fan davon, die Köder so ein bisschen zu mischen, sprich von allem etwas reinzupacken, damit ich so ein bisschen auch rumprobiere. Man kriegt es ja eh kaum hin, seine ganzen Köder mal durchzufischen. Ich habe definitiv mehr Köder, als ich jemals verfischen kann. Von daher. Zumal habe ich auch noch die Köder, die geflavored sind in der Blisterpackung. Also das ist jetzt nicht alles, was ich mit ans Wasser nehme. Die Box zum Beispiel finde ich hier super praktisch. Einfach, sie hat hier so kleine Fächer, die man so aufklappen kann und dann so seinen Tackle ablegen kann. So, die kann man zuklicken. Hier auch fürs Blei kann man rausnehmen. Hier dieses große Fach. Kann man auch entsprechend anders anordnen. Ne? Diese Dinger kann man rausnehmen. Kann ich mal machen, so, und kann die dann entsprechend anders anordnen, so wie man es braucht. Also alles in einem auf jeden Fall finde ich eine sehr praktische Box. Und wenn man sie dann zusammenklappt, ist sie super kompakt und nicht wirklich groß und passt in jede Tasche rein. Dann haben wir noch die klassischen doppelseitigen Boxen. Die kann man von beiden Seiten mit Ködern bestücken. Eine Seite hier. Und dann nochmal die andere Seite. So kann man mit relativ schmalem Packmaß die doppelte Anzahl an Wobblern mit sich führen. Das gleiche auch nochmal hier in klein für die Barschwobbler. Auch hier kann man beide Seiten mit Wobblern bestücken. Mit den kleinen Barschwobblern. Wunderbar, wenn man nur eine kleine Auswahl mitnehmen will. Dann haben wir hier auch nochmal eine super dünne Ultra-Light-Box, würde ich fast sagen, auch für kleine Köder oder kleine Utensilien. Ich habe hier zur Veranschaulichung mal ein paar Mini-Wobbler reingepackt. So könnte das dann am Ende aussehen. Hier könnt ihr die Größen auch noch entsprechend anpassen. Diese kleinen Trennwände hier lassen sich natürlich auch noch entfernen und man kann die Größe der Fächer auch noch anpassen. Die Box glänzt natürlich dadurch, dass sie sehr leicht ist. Sehr dünn, wenn man jetzt mal eine Hand dagegen sieht, ist wirklich extrem schmal, passt in jede Tackle-Tasche mit rein
und nur eine erlesene Anzahl an Wobblern kommt dann mit ans Wasser. Hier auch noch mal eine kleinere Box für eure Barsch- und Forellenwobbler. Die passen hier auch wunderbar rein. Auch wie gesagt nicht viel Platz, aber mein Ziel zumindest ist es ja, mein Tackle ein bisschen zu reduzieren, denn ich habe gemerkt, dass ich meist zu viel mit am Wasser habe. Von daher ist das auch eine ganz nette Challenge, sich da mal runter zu rationalisieren. Hier mal eine etwas tiefere Box. Sieht man auch gleich jetzt im Vergleich zu dieser Light Game Box. Hier habe ich ein paar Wobbler mit drin. Hier hat sich auch noch ein kleiner Jig Spinner mit verirrt. Aber so kann man das Ganze entsprechend verpacken und transportieren. Hier auch noch mal eine andere Größe. Auch hier habe ich einfach nur zu Präsentationszwecken ein paar Köder reingeschmissen. Das ist jetzt nicht so, dass ich die so mit ans Wasser transportiere, aber so wird die Größe und ja, die Vielfalt klar, die es hier gibt. Nicht nur am Maß, was ich ja ganz interessant finde und was wahrscheinlich auch für euch ganz interessant ist, sondern auch von der Art der Box. Zum Beispiel die Box hier mit diesem Klappmechanismus oder diese Boxen mit den Magnetpads drin. Dann noch diese super feinen, dünnen Boxen oder die doppelseitigen Boxen. Also wer sich immer gefragt hat, wie man seine ganzen Sachen in Ordnung hält, der kann sich mit diesen ganzen Boxen die Ordnung schaffen. Wenn ihr Interesse an den Boxen habt, die ich hier präsentiert habe, ich packe euch die Links auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Checkt das mal ab, zumindest zu den Boxen, zu denen ich noch einen Link habe. Ansonsten bei Fragen haut es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich freue mich immer über ein Feedback. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch damit weiterhelfen. Das ist für mich das Wichtigste. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da, ein Abo da, wenn ihr nicht schon abonniert habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine Tightline am Wasser. Beste Grüße, euer Underwater Tackle Team. Bye, bye.